Was geht? Ich bin's wieder, Becky, und ich bin wieder zurück mit einem neuen Video. Diesmal habe ich wieder ein Video, was so ähnlich ist wie eins, was ich vor kurzem gedreht habe, und zwar dieses Aufeinandertreffen mit der internetbesten Freundin. Sowas ähnliches gibt es auch in der Pärchenvariante, Leute. Ehrlich jetzt. Ganz, ganz viele von euch haben gesagt, ich soll mir unbedingt diese Videos anschauen. Und ich dachte mir, das mache ich einfach mal. Ich glaube, es wird jetzt nicht ganz so schlimm, dass die Leute sich auf den Boden wälzen werden, soweit ich solche Videos schon kenne. Aber ja, wir wollen es dir einfach mal anschauen. Und ich würde mal sagen, wir labern nicht so viel und fangen mal mit den Videos an. So Leute, dann ziehen wir uns mal diese ultra süßen Pärchenvideos mal rein. Ist das in Deutschland oder Österreich oder Schweiz? Also eigentlich ist das ganz süß. Also es ist noch normal. Ich hätte jetzt was Schlimmeres befürchtet, aber es geht ja noch. Oh, so ein Riesenkuscheltier. Oh, ich will auch. Oh, das ist voll süß. Voll aufmerksam. Wie alt sind die bitte? Das ist voll lieb von ihm gewesen. Das ist voll niedlich. Oh, das fand ich total schön. Das war noch nicht mal übertrieben. Oh Leute, ich sterbe, ne? Wie süß ist das bitte? Stylos am Start hier. Das sieht voll Tumblr aus. Das ist ja noch normal. Ich dachte, jetzt kommt so was mega krasses. So. Schon wieder am Flughafen und er darf sie jetzt erstmal schleppen. Warum sind da so viele Mädchen? Ist das ein Fantreffen oder so gewesen? Weil ich meine, das ist ein bisschen creepy, warum da so viele Mädchen sind. Also ich glaube nicht, dass sie... Sind die... Nein, oder? Hier, gerade rannte. Oh, wie süß ist das denn? Und dann noch diese Musik dazu, ne? Die killt alles. Ich glaube, das kenne ich irgendwie, das Video. Wow, die rennt aber schnell. Okay. Aber eigentlich ist es ganz niedlich, ehrlich jetzt. Also bislang fand ich nichts so richtig schlimm. Ich glaube, wenn man so richtig hatet bei solchen Videos, dann hat man, glaube ich, keinen Freund oder Freundin. Keine Ahnung. Ich finde das voll niedlich. Also die Jungs scheinen relativ stabil zu sein, Leute. Bislang konnte kein Mädchen ihn umrennen. Ich warte auf so ein Fail, Leute. Ich warte auf ein Fail. Was war das denn? Okay, was ist das jetzt? Ist das schon wieder so ein Fan-Treffen, Leute? Da sind so viele Mädchen. Warum sind da immer solche Massen? Ja, oder? Schon wieder so viele. Was ist los da? Alle Handy am Zücken, ne? Alle müssen das filmen. Es ist voll gar nicht mehr intim. Wenn du einen Fußballer als Freund hast, ehrlich jetzt. Wie er einfach aussieht wie so ein kleiner Eminem. So ein kleiner Gangster.
Oh. Ey Leute, warte. So Gangster kann er ja gar nicht sein, wenn er mit Rosen auf ihn wartet. Und die sind noch so klein. Und ehrlich jetzt, ich habe immer darauf gewartet, dass mein erster Schwarm, ja, mir auch mal sowas schenkt, Leute. In der 5. Klasse. Aber es hat einfach nicht gemacht. Immer war Valentinstag, da gab es so eine Aktion bei uns in der Schule, da konntest du Rosen verschenken. Ich habe nur welche, ehrlich jetzt, von meinen besten Freundinnen bekommen. Und einmal, glaube ich, war ich so verzweifelt, habe ich mir selber eine geschenkt. Weil ich hoffte, dass mein Schwarm eifersüchtig wird. Aber das war voll fail, Leute. Es war fail, es funktioniert nicht. Aber sowas ist süß. Ey, ehrlich jetzt. Da würde ich mir denken, so richtig gut erzogen, Leute. Davon können sich selbst Erwachsene eine Scheibe abschneiden. Das ist total niedlich. Alle am Durchdrehen, alle am Feiern. Alter, wie die durchdrehen. Was ist das? So ein bisschen Duckface. Moment, gibt euch bitte die Reaktion von dem Kumpel da hinten. Ehrlich jetzt, ich gucke schon gar nicht mehr auf das Pärchen. Ich gucke auf den Typen im Hintergrund. Alter, wie dreht der durch? Oh, wieder mit Blumen. Oh, das sieht man so selten noch, Leute. Das ist total süß. Auch so voll normal noch. Aber die sind bestimmt was älter, ne? Jetzt kommt's, ne? Leute, wir haben ihn. Wir haben ihn. Die Ersten, die sich auf den Boden wälzen. Das ist bestimmt Deutschland, ne? Das sieht schon wieder so aus, ne? Deutschland ist immer so grau. Das ist so süß. So, das waren auch schon die Videos. Ich muss sagen, ich fand die total süß einfach. Ich weiß nicht, was einige gegen diese Videos haben. Klar, einige sind übertrieben, manchmal auch kitschig und irgendwie auch ein bisschen gestellt. Aber ich fand jetzt nicht welche mega unrealistisch so. Das mit dem Teddybär fand ich auch mega süß und auch mit den Blumen, weil sowas machen Jungs irgendwie total selten nur noch. Aber um ehrlich zu sein, das Einzige, was ich ein bisschen creepy fand, war, dass da manchmal ein Haufen Mädels drum standen. Aber ich denke mal, das war bestimmt irgendwie so ein Fantreffen oder so, weil sonst würden da nicht so viele Mädchen drum stehen. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie ihr die Videos fandet. Findet ihr die süß oder irgendwie total übertrieben, kindisch, eklig oder keine Ahnung? Habt ihr einen Freund oder eine Freundin? Und ach ja, falls ihr einen Freund oder eine Freundin habt, schickt die mir gerne über Instagram, DM oder E-Mail oder so. Schickt mir gerne die Videos. Vielleicht für einen zweiten Teil, falls ihr den gerne sehen möchtet. Also lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Bye!